Bevor ich dieses Video jetzt anfange, muss ich trotzdem auch, wenn es irgendwie offensichtlich ist, eine Spoilerwarnung aussprechen. Und zwar natürlich zu Avengers Infinity War, denn ich behandle hier das Ende und ich kann das Ende nicht behandeln ohne Spoiler. Aber wer das Video anklickt, sollte Infinity War eigentlich schon gesehen haben. Trotz alledem muss ich es nochmal erwähnt haben: dicke fette Spoilerwarnung zu Infinity War. Aber jetzt geht's los. Nach zweieinhalb Stunden auf der Leinwand hat es Thanos dann geschafft, sein Ziel zu verfolgen. Und zwar, er hat alle sechs Infinity-Steine und schafft es trotz eines folgenschweren Angriffes von Thor mit den Fingern zu schnipsen. Die Hälfte des Lebens im Universum ist weg. Und wir fragen uns heute, wo ist sie hin? Sind sie tot? Was ist mit ihnen passiert? Und zwar möchte ich mit euch heute die zwei Theorien klären, wo sind die Toten eigentlich hin? Natürlich gibt es mehr Theorien, aber ich möchte mich erstmal auf zwei beschränken, die mir direkt eingesendet wurden und die irgendwie am wahrscheinlichsten sind und am logischsten klingen. Beginnen wir mit der ersten Theorie. Und die beinhaltet unsere Lieblingsameise, Ant-Man. Eine Info aber noch kurz vorweg. Und zwar glaube ich, dass die Personen, die sich durch das Fingerschnipsen aufgelöst haben, nicht tot sind das würde nämlich auch erklären warum die russo brüder gesagt haben dass tote charaktere tot bleiben jetzt komme ich aber zur ersten theorie und diese besagt, dass die aufgelösten Personen im subatomaren Raum verschwunden sind. Das würde erklären, warum Ant-Man und The Wasp noch nicht dabei sind, dann würden sie einen viel, viel größeren Part in Avengers 4 einnehmen, weil es ist ja auch gesagt worden, dass die ehemalige Wasp, nämlich die Frau von Hank Pym, auch mit im Film dabei ist, die ja im subatomaren Raum verschwunden ist. Irgendwie könnte diese zurückgeholt werden und mit in die Storyline eingebaut werden. Da Ant-Man ja der einzige Charakter ist, der es geschafft hat, aus dem subatomaren Raum zurückzukommen, könnte er natürlich auch der entscheidende Held im Kampf gegen Thanos sein. Diese Theorie könnte irgendwie zutreffen, aber auch irgendwie nicht. Ich sehe sie nämlich eigentlich als eher unwahrscheinlich. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn Ant-Man kleiner geworden ist und in den subatomaren Raum gekommen ist, ist er einfach kleiner geworden. Die Charaktere, die von Thanos' Fingerschnipsel aber aufgelöst worden sind, die haben sich in Staub verwandelt, so als wäre ihr Innenleben weg und der Körper wäre verfallen. Die zweite Sache, die für mich aber irgendwie nicht zutreffend ist, und zwar soll ja Captain Marvel im vierten Teil mitspielen. Wir sehen ja extra die End-Credit-Scene, wo wir das Logo von Captain Marvel sehen und wir extra auf Captain Marvel nochmal gehypt werden. Natürlich wurde auch der Hype um Ant-Man größer gemacht in dem Film, aber irgendwie scheint es so, als würde Captain Marvel die größere Rolle einnehmen und sie in Verbindung mit dem subatomaren Raum wäre ziemlich schwer umzusetzen. Des Weiteren wüsste ich auch nicht, in welchem Zusammenhang der subatomare Raum und der Infinity Gauntlet zusammenhängen. Denn der Infinity Gauntlet soll ja Leute auslöschen und nicht einfach kleiner werden lassen, so dass sie irgendwie nicht mehr da sind. Das scheint für mich irgendwie ein bisschen lückenhaft zu sein und ergibt für mich nicht ganz so viel Sinn. Ich würde diese Theorie nicht ganz abschreiben, allerdings glaube ich nicht an sie. Die zweite Theorie klingt für mich schon deutlich plausibler. Und zwar sollen die Seelen der ausgelöschten Leute nämlich in die Seelenwelt gelangen. Ihr fragt euch jetzt, was die Seelenwelt ist. Nun ja die Seelenwelt steht im unmittelbarem Zusammenhang mit dem Seelenstein. Der Seelenstein hat, das haben wir auch schon im Film gelernt, ernährt sich quasi von Seelen und verschlingt Seelen und diese Seelen gelangen dann in die Seelenwelt. Und bevor ihr jetzt sagt, Gamora wurde ja geopfert für den Seelenstein, könnte sie nicht auch in der Seelenwelt sein. Das könnte durchaus sein. Es würde aber irgendwie ein bisschen schwierig, das einzubauen, weil wir sehen ja die Leiche von Gamora am Grund der Schluchte liegen. Sie hat sich nicht aufgelöst. Sie könnte sich natürlich aufgelöst haben noch im Nachhinein. Allerdings würde das dann wieder der Aussage der Russo Brothers dementieren. Die ja gesagt haben, dass tote Charaktere tot bleiben. Und für mich gilt Gamora eigentlich als tot. Sie wurde geopfert für den Seelenstein. Im Gegensatz zu den Helden, die vom Seelenstein quasi ausgelöscht worden sind. Aber nun erstmal wieder zurück zu der Seelenwelt. Da ist schon der ein oder andere Superheld hineingelangt, aber nur einer von ihnen hat es geschafft, wieder herauszukommen. Und dieser ist Adam. Warlock. Eigentlich sollte Adam Warlock in Avengers Infinity War schon eingeführt werden, doch die Regisseure haben gesagt, nein, einen solch wichtigen Charakter können wir nicht einfach so in den Film einbauen und sagen, ja, hi, hier ist er. Und dementsprechend wurde er in Guardians of the Galaxy Volume 2 ja schon angeteasert und wir können uns eigentlich darauf einstellen, dass er auch in Guardians of the Galaxy 3 erst mitspielen wird. Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass er auch in Avengers 4 mitspielen könnte, weil man braucht jede Hilfe im Kampf gegen Thanos. Allerdings ist das ein bisschen unwahrscheinlicher, weil sie ja gesagt haben, er braucht eine Geschichte. Des Weiteren klingt die Theorie mit der Seelenwelt für mich viel plausibler aus dem einfachen Grund, damit könnte man Captain Marvel einfacher in Verbindung bringen. Captain Marvel ist ja ein eher kosmischer Superheld und genauso wie Adam Warlock ist das einfacher reinzubringen als ein Ant-Man, der sich eher auf irdische Sachen spezialisiert. Und genau deshalb finde ich die Theorie mit der Seelenwelt eigentlich am naheliegendsten. So könnte man Superhelden zurückholen, die noch nicht ganz tot sind. Weil, wenn man an der Zeit dreht, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, wir haben ja die Setbilder gesehen von Avengers 4 in den alten Looks dann könnte es natürlich auch sein, dass man trotz der zurückgedrehten Zeit keine Superhelden wiederbeleben kann oder den Lauf der Geschichte nicht so weit beeinflussen darf, dass die Superhelden auch sterben. Dann würden die Russo Brothers ihrem Versprochenen auch treu bleiben und trotzdem könnte man die verstorbenen Seelen aus der Seelenwelt zurückholen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, denn sobald der Begriff Zeitreise in so etwas fällt, werden die Theorien deutlich komplizierter und es ist gar nicht mehr so einfach, der Zeitlinie zu folgen. Trotz alledem möchte ich mal eure Meinung wissen. Was denkt ihr denn? Ist eine der beiden Theorien plausibel? Könnte das genauso passieren? Oder habt ihr vielleicht noch sogar eine ganz andere Theorie? Die könnt ihr uns natürlich auch heute im Livestream mitteilen. Wir versuchen. Um 20 Uhr live zu gehen. Es steht aber noch nicht fest und es ist noch nicht in trockenen Tüchern, ob und wann wir heute streamen. Aber haltet euch das mal meinem Hinterkopf. Vielleicht streamen wir ja heute Abend noch. Und dann kann ich euch noch meinen Link zu meinem Instagram-Profil ans Herzen legen. Da könnt ihr mir immer folgen, gucken, was so am Channel ansteht. Da könnt ihr dann auch sehen, ob ich streame oder nicht. Das werde ich meistens in meiner Story nochmal mitteilen. Und unter dem ersten Link in der Videobeschreibung, der zu Streamlabs euch leitet kommt ihr dann zu der Seite wo ihr mich unterstützen könnt wo ihr mir spenden könnt damit ich auch weiterhin für euch Videos produziere und euch mit Infos versorge auch wenn der Hype jetzt vorbei ist damit ich mir für euch auch immer wieder die Zeit nehmen kann denn das ist gar nicht mehr so einfach jeden Tag dann ein Video zu machen aber für euch werde ich das natürlich weiterhin versuchen und dann würde ich sagen sehen wir uns vielleicht heute Abend und ansonsten am Montag wieder und ich sage ciao und bis denne.